Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Mass Effect 2. Es geht weiter mit dem Gespräch mit Jack und ob sie irgendetwas von dem, was sie getan hat, bereut hat. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Sollten Sie das nicht aber? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe, aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Mhm. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Oh Mann. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich. Und danke der Nachfrage. Okay, what the fuck? Kein Problem, Jack. Glaube ich. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Es gibt nichts mehr zu sagen. Kommen Sie später wieder. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Lecken Sie mich. What the heck is this? Für eine Aussage. Voll unhöflich. Garrus hat irgendeine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Oh, oh. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. Was können wir für Sie tun, Commander? Weitermachen. Jawohl, Commander. Okay. Dann haben wir noch Said, den alten Nervi. Der kann voll in den Mannschaftsraum reinglotzen, der Ferkel-Joe. Ja, beobachte den Koch. Nicht, dass der Müll macht. Diese Mission bringt mich zurück. Mhm. Jack, Patient Null. Wie man sie auch nennen mag. Ein Wahnsinnsmädchen. So eine destruktive kleine Schlampe hätten wir vor 10 Jahren gebraucht, als wir blind in die kroganische DMZ gegangen sind. Wir haben zwar viele Kroganer getötet, aber auch viel zu viele Männer verloren. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nur, dass der denkt, du bist nützlich. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Wenn du noch einmal das Wort SCHL gegenüber irgendeiner meiner weiblichen Crew-Leute benutzt, dann werde ich dich vielleicht... in Klammern zu 100% in deinen Arsch treten, du Ameise. Was denkt er sich eigentlich? Was ist das für ein Ass? Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Ja. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Mhm. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Seien Sie einfach vorsichtig, wenn das Gespräch auf persönliche Themen kommt. Ups. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Was gibt's? Ja, ich werde dich anrufen und sagen, hey Kelly! Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ich hab Mühe gemacht. Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich... Wie soll man sich... hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter keine Sorge. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zu vertrauen... Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Nein! So, Hadley, wie werden Sie denn Ihren nächsten Urlaub verbringen? Glauben Sie wirklich, wir kriegen nochmal einen Landgang? Nein, kriegt ihr natürlich nicht. Verboten. Shepard. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles rein ist? Das war es. Bis Sie das haben Ding absichtlich nicht manipuliert. Geschönt. Ich runde immer die Arbeitszeiten auf, dann stehen wir bei einer Überprüfung besser da. Harmlose Kosmetik. Edi soll sich nicht so haben. Wie Sie meinen, Shepard. Ja, gehen Sie schmollen. Ich habe gewonnen.
Joker? Schon gut, nichts für ungut. Könnt ihr beiden euch mal Dingsen vertragen? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Du und Edi. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Stimmt, weil die letzte Norman, die bestens funktionierte. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Jo. Ich muss mich anmelden, wenn ich mit dir rede. Was ist das für ein Scheiß? Geben Sie jetzt die Passwort ein. 1, 2, 3, 4, 5. Noob. Ja, denk mal drüber nach. Oder auch nicht. So, also, Tagebuch. Let me see. Overlord. Was sagst du, Planeten Erkundung an Bord? Ne, die Abschütze, die nehmen wir mal im Wrack und so. Fliegen sie nach Zeona. Elista ist mal Grenze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Wir fliegen erstmal nach Corlus. Aber erstmal speichern wir. Auf nach Corlus! Ein Warlord retten, das bedeutet einen Kroganer. Brumm, 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 brumm. Ich möchte jetzt noch nicht die Absturzstelle der Dings, die erkunden. Weil da muss ich weinen. Und bin deprimiert und dazu. Ja, denk mal drüber nach. Das ist wichtig. Den Kroganer rekrutieren. Hier kann ich nichts scannen, was ist denn das für ein Pschieß? Okay, Krogana retten. Ich nehme Garrus mit und ich nehme Mordin mit. Mordin kennt sich mit Ärztegedöns aus. Vielleicht können wir einen Arzt brauchen. Vielleicht ist er ja verletzt, weil wenn man jemanden retten muss. Warum auch immer ich diesen Abtrünnigkeitspunkt habe. Das wäre vielleicht eine ganz nette Variante. Weil ich das eigentlich schon gerne. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Ach nee. Keine Experimente zu einer Mission, wo man. Wer weiß, was uns wieder passiert.
Aha. Nehmen wir mal 9 Raketenwerfer mit. Ach, der hat das. Okay. Ew. Ach gut. Ich will jetzt seine... Ihr müsstet eigentlich eh immer genau das haben, was für euch passt. Ich will euch eure Waffen nicht unnötig da wegvermöppen. Weil meine Keine Ahnung, ob O'Keefe freiwillig auf diesem Planeten ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Wow. Lautsprecher. Da ist wohl jemand sehr von seiner eigenen Stimme angetan. Bleiben Sie konzentriert. Wir suchen einen Kroganer-Warlord. Jemand ist von seiner eigenen Stimme angetan. Das ist so ein bisschen lapp. Kann ich mal bitte die Waffe wechseln? Will ich in deiner Armee aber nicht. Was ist Beobachtungsposten das für den Kampf ausgerüstet. Was? Bleiben. Oh. Damit hat er wohl nicht gerechnet, der arme Kerl. Ah, beeindruckender Schuss. Danke, Mordin. Ich darf übrigens den Namen Mordin nicht in den Titel schreiben, sonst ist mein Video nicht werbefreundlich. Was ich echt lächerlich finde, aber... Ne? Just saying. Ich meine, Mordin ist ein Name und heißt nicht, dass irgendwas mit Mord oder so zu tun hat. Also manchmal sollte man schon ein bisschen denken, dass der Algorithmus ein bisschen intelligenter ist, aber anscheinend nicht. What is this? Da liegt einer. Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde Miststück! Du wirst Miststück? Kein Problem. Ich hab eine Heilung dafür. Sieht gar nicht so schlimm aus. Hat sich Schuss das in den Arsch. Muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde ihnen gar nichts sagen. Oh, ich bin toll. Moment. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. What the heck? Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen, verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jildor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Haben Sie O'Keefe gesehen? Weiß er über all das Bescheid?
Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Mhm. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was? Schon wieder eine Kroganer-Zuchtanlage? Also langsam geht ihr mir echt auf den Keks mit eurem Scheiß. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Aha. Wenn ihr die da komplett gaga macht, dann ist es ja kein Wunder. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn sie jetzt loshumpeln, finden sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Nicht nur verletzen, auch noch beleidigen. Wortwörtlich. Notwendig. Vielleicht nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter. Was? Der Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Ich hab gesagt, er soll weggehen. Ich hab 2 Vorbild-Mordin, ja? Komm mir jetzt mal nicht so, dass ich da irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss. Außerdem kann ich doch nichts dafür, dass Shepard geantwortet hat, dass er weghumpeln soll. Wenn sie versagen, wird er aufgelöst. In jeglicher Hinsicht. Feinde, wachsam. Deine Mutter ist ein Toastbrot. Du kannst ein bisschen Feuer abkriegen. Und du kriegst ein bisschen hier. Bumm. Dachtest, ich sei harmlos, nicht wahr? Oh, Mordin, süß. Wie er gesagt hat, dachtest, ich sei harmlos, nicht wahr? Schon ein bisschen süß. Ich mag den einfach. Ich mag halt einfach die Crew von Mass Effect 1 bis 3. Das sind einfach die Leute, mit denen ich gerne rumdackel. Es sind einfach wirklich... Es sind einfach coole Socken. Kann man nicht anders sagen. Und da, die bleiben einem halt einfach auch im Gedächtnis. Müsste sie durch jede Panzerung brennen. Boom! Ghost the Dynamite. Ich gehe rein. Nehme Deckung. Wieso nicht schießen, Shepard? Was? Wieso? Da hinten sind noch ein paar Ameisen. Du möchtest ein bisschen Kälte haben. Okay, das hat nicht funktioniert. Volle Deckung! Hey, Kopfnuss, man! Ach, das ist schnell, der sich in Deckung wälzt. Setze Verbrennungstech ein. Na also. Gottes Willen liegen hier viele Kroganer rum. Ja, die machen ja schon wieder Kroganer-Experimente. Oh, ich hasse das. Gott sei Dank ist Rex nicht da. Wenn der das damit anschauen müsste, ey. Aber wieso haben die dann alle eine Rüstung an? Ich meine, die kommen ja wohl nicht mit einer Rüstung auf die Welt. Also müssten die die irgendwie versuchen, keine Ahnung. Team 4, hören Sie mich. Team 4. Oh, Scheiße. Sagen Sie Jedor, dass wir ein Problem haben. Wir verlieren Patrouillen. Entweder schlagen die Kroganer zurück oder wir werden getötet. Oh, fuck. Ja, die Kroganer schlagen zurück. Wenn ich was nicht ab kann, sind es Leute, die Unschuldige umbringen und damit experimentieren. Ergo... Ist das natürliche Resultat, was daraus führt? Dass ich euch erschieße. Mordin und Co., geht ihr mal bitte in Deckung? Das müsste ausreichen. Süß. Ich zünde sie an. Hä?
Wow. Als Fehlschlag sind sie entbehrlich. Was eine blöde Misstrauen. Ja, logisch. Für die sind die Kroganer ja nichts anderes als Mittel zum Zweck. Was für Arschlöcher. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Über einen Daumen nach oben und netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und was sagt ihr dazu, dass die einfach immer meinen, dass man eine Spezies einfach so für sich benutzen kann, nur weil sie Kraft hat, whatever. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.